Festtagsstimmung im Baseballpark in München-Haar. Endlich dürfen die Fans wieder dabei sein und bekommen attraktiven Sport ihrer Mannschaft geboten. Und die München-Haar Disciples zahlen mit Leistung zurück, besiegten unter anderem den deutschen Meister, die Heidenheim Heideköpfe. Die Zuschauer, es war echt toll, Zuschauer wieder im Stadion hier zu sehen. Die haben, glaube ich, aus meiner Sicht ein bisschen geholfen, um diesen Win zu bekommen. Nach einem verpatzten Saisonstart kommen die Münchner immer besser in Schwung. Aus den vergangenen 6 Spielen holten sie 5 Siege. Mittlerweile haben die Disciples als Tabellenfünfter der Südgruppe wieder Kontakt zu den Playoff-Plätzen. Super, tut mir natürlich gut, besonders wenn man ab und zu ein bisschen struggelt auf dem Mount, dann in solchen wichtigen Situationen nochmal den Win zu holen fürs Team oder den Save zu holen fürs Team. Das tut auf jeden Fall sehr gut, besonders weil es auch das Spiel für uns wichtig war in der Tabelle, um nah an Mannheim und Stuttgart für den 4. Platz zu kommen und dementsprechend auf den Playoff-Platz. Ja, das ist bestimmt in unsere Sicht jetzt und wir gehen hoch, nicht tief bis zum Ende der Saison. Am nächsten Doppelspieltag sind die Disciples bei den Tübingen Hawks zu Gast. Beim 7. sind sie Favorit. Die Spiele jetzt gegen Tübingen, also ich erwarte 2 Spiele, die wir auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Tübingen ist ein junges Team, was auch ihre Stärken hat und haben auch schon 2 stärkere Teams besiegt. Am Samstag wollen wir genauso rauskommen, wie wir heute gestartet sind. Früh bereit sein auf die Pitcher und zeigen, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können. Noch 6 Spiele sind in der Hauptrunde zu absolvieren. Die Fans sind jetzt schon bereit für weitere Baseball-Festtage in München-Haar.